Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich danke euch für die Einladung zu eurem Parteitag und die Gelegenheit, zu euch ein Grußwort richten zu können. Ich freue mich über die insgesamt sehr gute Zusammenarbeit, die wir während der rot-roten Regierungszeit haben üben können. Ich habe eben Harald Wolf getroffen. Ich denke gerne daran, dass wir uns unterhalten haben über ein Qualitätssiegel für gute Arbeit. Das ist heute leider kein Thema mehr. Es gab viele andere Projekte, die wir gemeinsam begonnen und teilweise auch gestemmt haben. Und wir haben auch nach der Neubildung der Regierung in Berlin den Kontakt zueinander nicht verloren. Kolleginnen und Kollegen, jemand, der es wissen muss, hat einmal gesagt, Opposition ist Mist. So schlimm ist es nicht. Ich arbeite seit fast 40 Jahren, wie ich sehe, in der außerparlamentarischen Opposition und war trotzdem ganz erfolgreich. Trotzdem wünsche ich euch und auch der Stadt, dass diese Oppositionszeit bald vorbei ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr wollt heute in einem Schwerpunkt über Berlin in Europa und der Region reden. Das ist ein wichtiges Thema. Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern nahebringen, dass europäische Politik immer mehr Einfluss nimmt auf die lokalen Geschehnisse vor Ort. Und die aktuelle europäische Politik ist nicht in der Lage, Menschen für die europäische Idee zu begeistern. Umso wichtiger ist es, Kolleginnen und Kollegen, dass wir die Ausgestaltung europäischer Politik nicht nationalen Regierungen und multinationalen Konzernen überlassen. Wir müssen gemeinsam für ein bürgerfreundliches, soziales und friedliches Europa eintreten. Kolleginnen und Kollegen, wir müssen im Rahmen dieses Europawahlkampfes deutlich machen, dass es weitere Initiativen gibt, die sich gegen Bürgerinnen und Bürger, Verbraucherinnen, Arbeitnehmerinnen und selbst gegen nationale Regierungen richten. Ich denke nur an das transatlantische Freihandelsabkommen, das verhandelt wurde in Geheimverhandlungen. Wenn man reinschaut, dann weiß man warum. Weil es unter anderem nationale Regierungen zwingen würde, Gesetzentwürfe mit multinationalen Konzernen abstimmen zu müssen, denn im Rahmen einer Investitionsschutzregelung wären die sonst noch eher in der Lage, milliardenschwere Klagen gegen nationale Regierungen zu führen auf Schadensersatz. Das ist ein absolutes Unding und passt nicht zu dem Europa, das wir uns vorstellen. Kolleginnen und Kollegen, wir wollen kein Europa, in dem neue Mauern aufgebaut werden. Kein Europa, das von innen durch Neonazis und Rechtspopulisten zerstört wird. Wir wollen ein Europa, das stolz ist auf die Achtung der Menschenrechte, das Verbraucherinnen und Arbeitnehmerinnenrechte schützt und das Minderheiten integriert und nicht bekämpft. Dafür wollen wir gemeinsam streiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wir müssen auch auf lokaler Ebene gemeinsam gegen Akteure antreten, die Politik nur noch unter der Käseglocke der Schuldenbremse machen. Berlin hat eine Verantwortung gegenüber den Menschen, nicht gegenüber den Banken. Wir brauchen Investitionen in staatliche Infrastrukturleistungen im Bildungs-, im Gesundheitsbereich, beim Wohnungsbau, in bezahlbare alternative Energieträger und auch beim öffentlichen Personennahverkehr. Wir brauchen eine gute Personalausstattung im öffentlichen Dienst für die Menschen, die vor dem Haus keinen Porsche und hinter dem Haus keinen Swimmingpool haben. Wir müssen gemeinsam verhindern, dass der öffentliche Dienst in Kürze nicht mehr handlungsfähig ist. Wenn wir dem Senat diese Art von Beschäftigungsentwicklung überlassen, dann wird es nicht um E-Government gehen, sondern um No-Government. Und das kann sich, denke ich, keiner in dieser Stadt wünschen. Die letzte Meldung, die ich in dem Zusammenhang gelesen habe, es war um den 1. April rum, war, dass Finanzsenator Nussbaum nun versuchen will, ehemalige Bundeswehrangehörige in den öffentlichen Dienst zu bringen. Nun weiß ich nicht, ob das ein Aprilscherz war, aber bei diesem Senat ist man sich nicht so ganz sicher, was Ernst oder Spaß ist. In jedem Fall stelle ich mir das toll vor. Eines haben die in jedem Fall gelernt, zu salutieren.
Und bei den geringen Anforderungen, die wir an die Senatspolitik bezogen auf die Beschäftigung im öffentlichen Dienst stellen, ist man schon froh, wenn die die Waffen nicht mit zum Arbeitsplatz bringen. Kolleginnen und Kollegen, das ist keine verantwortliche Beschäftigungspolitik für diese Stadt. Es geht nicht mehr darum, dass der Senat von Berlin nun meint, in ein paar Jahren die 100.000 Beschäftigtengrenze zu erreichen und sie dann einzuhalten, sondern wir schlittern auf eine Situation zu, wo Bezirke heute schon nicht mehr in der Lage sind, ihre Aufgaben wahrzunehmen. Wir müssen gemeinsam mit den Bezirken für eine bürgernahe Verwaltung streiten, damit Berlin lebenswert bleibt. Wir müssen sehen, dass wir gemeinsam dafür streiten, dass wir ein politisches Gemeinwesen entwickeln, in dem Menschen humane und sichere Lebensperspektiven für sich und ihre Familien entwickeln können. In diesem Sinne, liebe Kolleginnen und Kollegen, wünsche ich uns noch viele Jahre streitiger und solidarischer Zusammenarbeit und euch einen erfolgreichen Parteitag. Ich danke euch. Applaus